Hallo, herzlich willkommen beim Make-up-Coach. Augen und Braue, das ist ein Produkt, was bei uns schon seit Jahren sehr erfolgreich im Shop gelistet ist. Jetzt ja auch in 4 Farben. Aber es kommt immer wieder die Frage, Michaela, die Brightliner, die sind so toll. Können wir davon auch matte Farben haben? Das sind matte Farben, die heißen nur anders, weil Brightliner, das ist so ein bisschen Wortspiel, ne? Bright, englisches Wort für strahlend, leuchtend, vielleicht auch ein bisschen glitzernd. Das sind die Brightliner, die diesen schönen, feinen Glitzeranteil haben, was unserer locker gewordenen Haut so gut tut. Und die matten Töne, das ist eben Augen und Braue. Die sind natürlich nicht bunt, aber das sind 4 Farben, die man nicht nur an der Augenbraue benutzen kann, sondern eben auch am Auge. Deswegen heißen die Augen und Braue, aber die wenigsten wissen das oder machen das. Deshalb heute nochmal ein Filmchen. Was mache ich oder wie mache ich das mit Augen und Braue direkt am Auge? Ich habe jetzt nichts am Auge drauf. Ich habe hier ein bisschen Concealer gesetzt, weil es sah heute Morgen brutal aus. Und Augenbraue ist noch nichts gemacht. Ein bisschen Rouge und ein Lippenstift, aber an den Augen ist so nichts gemacht. Bitte achte nochmal hier auf diesen Winkel. Wenn ich ganz ungeschminkt bin, wie sehr dieser Winkel das Auge runterzieht. Und da werde ich auch im Anschluss direkt nochmal erklären, wie wir das dann in die andere Richtung bekommen. Ich nehme jetzt direkt den neuen Farbton Augen und Braue dunkel. Der ist schon recht dunkel. Und du weißt, die Farbe sitzt in der Kappe, deswegen einmal so hin und her. Und das trage ich jetzt am Wimpernrand auf, bis so ein bisschen über die Mitte, nicht ganz bis nach vorne. Und verteile das direkt auch etwas mit dem Finger. Mit dem Rest federe ich das dann so aus, bis in die Lidfalte. Und auch hier sofort wieder, am besten mit dem Finger, weil man da mehr Gefühl hat, drin verteilen. So. Und was für ein Wahnsinnsunterschied innerhalb von ein paar Sekunden. Diese Farbe ist richtig schön dunkel, richtig schön kräftig. Jetzt müssen wir aufpassen mit dunkel und kräftig, ne? Weil die Farbe kräftig gibt es ja auch. Auch hier unten. Dann bitte mit der Spitze arbeiten. Wer sich da unsicher ist oder wer 3 linke Hände hat, könnte jetzt auch, jetzt suchen meine Augen den passenden Pinsel, habe ich jetzt gerade nicht hier, weil es mir jetzt in der Sekunde eingefallen ist. Ich nehme jetzt mal den schrägen von dem Doppelpinsel. Könnte man auch mit einem abgeschrägten Pinsel so auf die Spitze gehen und das dann damit ganz fein machen. Also die Möglichkeit besteht auch, wer sagt, ja, also unten am Wimpernrand, da komme ich nicht so gut klar mit diesem weichen Schaumstoffapplikator. Es geht, aber natürlich braucht man da ein bisschen Fingerspitzengefühl und es gibt halt Frauen, die so das von den Fingern her halt nicht können. Augen und Braue nehmen wir auch jetzt den neuen Ton hell. Könnten wir dann anstelle von Schlupfi nehmen. Super für die Lidfalte geeignet, wenn es jetzt nicht so kräftig sein soll. Und wieder verteilen. Könnte man jetzt auch für die Kugel direkt ganz nehmen. Muss man halt gucken, was besser ist. Ob es besser ist, noch einen helleren Ton zu nehmen. Oder ob man sagt, auch mit Schlupfi komme ich auf der kompletten Kugel ganz gut hin. Das sieht ganz gut aus bei mir. Aber ein Tipp. Wenn du jetzt zum Beispiel Schlupfi aufgetragen hast auf der Kugel und sagst, so ein bisschen heller kann es sein. Ich habe hier meine helle Lidschattenpalette, habe ich ja noch schon mal in einem anderen Film vorgestellt. Dann könntest du auch noch mit einem hellen Ton drüber gehen, denn das grippt besser. Also da wird dir der helle Lidschatten viel, viel besser halten, als wenn du da nichts auf dem Auge hast. Und dann sähe das so aus. Du siehst,
Das eine greift wieder ins andere. Unser Baukastensystem, der ist einfach, ja, genial, weil man kann so viele unterschiedliche Dinge miteinander kombinieren und es sieht dann gut aus. Und das Augen-Make-up, das ist ja jetzt auch wasserfest. Mhm. Weil die Dinger hier, da kannst du mit in die Sauna, da kannst du mit schwimmen gehen, da passiert nichts. So, ich das andere Auge mache, zeige ich dir direkt, was wir hier mit dem äußeren Augenwinkel machen. Dazu habe ich meine Mainstream-Palette, also Peekaboo, der Concealer. Und dann tupfe ich einfach hier die Rötung, die am äußeren Augenwinkel ist, die tupfe ich ab. Und schwupp geht das Auge nach oben. So. Und wenn wir das jetzt mal alles zusammenrechnen, dann sind das Sekunden. Was ich sofort machen muss, wenn ich Concealer aufgetragen habe, abpudern. Ein ganz wichtiger Hinweis, wenn du beide Augen, natürlich machst du beide Augen mit Concealer, machst, dann mach erst ein Auge komplett fertig mit dem Concealer und dann das andere. Weil in dem Moment, wenn du jetzt hier Concealer aufträgst, dann da Concealer aufträgst, machst du mindestens 5-mal die Augen auf und zu. Und in der Zeit bewegt sich ja das Auge und durch die Körperwärme könnte sich jeder Concealer dann in diese kleinen Hautlinien absetzen. Auftragen, abpudern und du hast ein viel schöneres Ergebnis und es wird auch viel, viel länger halten. Also Concealer muss unbedingt abgepudert werden. Ich mache das immer ganz gerne mit dem kleinen, kurzen Schluppi-Puschel, weil der ist schön weich und dann einfach hier so drüber tupfen, ne? So, und fertig. So, und das ist jetzt ein Augen-Make-up in Sekundenschnelle. Mein Auge sucht einen Pinsel, mit dem ich jetzt noch ein bisschen Sonny auftrage, weil das hier, ne, dieses Riesenstück, weil das so hell ist, wirkt das schnell geschwollen. Ich habe also einen natürlichen Highlighter, den ich aber entkräfte. Einfach ganz locker drüber gehen, hier mit dem Make-up-Puschel zum Beispiel. Und das Auge ist direkt schön betont, sieht aber immer noch sehr, sehr natürlich aus. So, und dann nehme ich jetzt die andere helle Farbe, nämlich Zart, noch für meine Augenbraue. Du siehst, dass ich das diffus aufstupfel, also nicht hingehe und mir einen Strich ziehe, sondern ich mache so, als würde ich mir da Härchen mit einzeichnen. Hier hinten habe ich keine Augenbrauen. So. Und das Auge ist abgerundet. Ist das genial simpel? Ich finde, so muss Schminken sein. Es darf jetzt keine Wissenschaft sein und hier noch was und da noch was. Wer es natürlich mag, Augen und Braue ohne Glitzer, ohne alles, das sieht ja im Prinzip fast ungeschminkt aus. Aber vergleiche das ungeschminkt mit dem ungeschminkt. Da gehe ich doch lieber so ungeschminkt, oder? Machen wir das andere Auge nochmal. Das mache ich jetzt im Schnellverfahren. Und dann können wir mal gucken, wie lange das ungefähr dauert. Neue Farbe. Das war jetzt wieder dunkel und das ist jetzt wieder hell, was wirklich ähnlich ist wie Schlupfi. Immer schön zuschrauben, damit das Material nicht austrocknet. Schlupfi-Puschel. Das ist doch keine Minute, oder? Ich habe es jetzt nicht gestoppt, aber du kannst es stoppen oder anhand des Timecodes unten sehen. Das ist so schnell gemacht und es sieht so schnell gut aus. Und auch hier setze ich ein bisschen Concealer auf den dunklen Winkel. Zauberpuder abpudern.
So, und wenn ich jetzt noch meine Wimpern tusche, dann bin ich fertig für den Tag. Für einen langen Tag, für einen ganz langen Tag, mit dem ich dann auch, also mit dem Augen-Make-up kann ich dann auch in die Sauna. So, nicht, wenn man jetzt Kraulschwimmen zum Beispiel eine Stunde, immer wieder mit dem Kopf unter Wasser gehen. Ne? Das würde ich jetzt, weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Könnte gut gehen, weiß ich aber nicht. Aber wenn du ganz normal schwimmen gehst oder ganz normal in die Sauna gehst oder einfach nur eine Hitzewallung hast, wie wir Frauen ja auch schon mal haben, passiert nichts. Gar nichts. So, jetzt ist Mascara drauf und ich bin fertig. Ne? So, jetzt gehe ich zu Mutti. Haare noch so ein bisschen ordentlich. Bei mir sind Haare ordentlich so. Also wenn ich sage, ich brauche meine Haare ordentlich, dann mache ich so. Dann finde ich es ordentlich. Augen-Make-up mit Augen und Braue. 4 Farben und du guckst, welche du brauchst. Das ist jetzt mit den neuen Farben gemacht, mit dunkel und hell. Ich finde es schön. Schön natürlich. Ne? Muss auch mal sein, nur nach bunt. Kommt wieder natürlich. Und dann kommt wieder bunt. Und dann kommt wieder natürlich. Und dann kommt wieder bunt. Und dann kommt wieder natürlich.